Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich kümmere mich um Menschen, die unter narzisstischem Missbrauch leiden und in toxischen Beziehungen aushalten oder nach toxischen Beziehungen wieder sich selber finden wollen. In meiner kleinen Serie, die Manipulationstaktiken des Narzissten, gibt es heute eine weitere für dich. Und zwar geht es um die Abwertung oder die Diffamierung. Die Abwertung gehört zur Persönlichkeitsstörung des Narzissten schlichtweg hinzu. Wir finden sie sogar aufgezählt im ICD-10-Code. Ist das Buch, wo alle psychischen Erkrankungen drin definiert werden. Und Abwertung ist ein Punkt, der eben bei der Persönlichkeitsstörung Narzissmus in jedem Fall gegeben sein sollte. Das heißt, Abwertung gehört zum Narzissten dazu wie seine Luft zum Atmen. Wenn du in einer toxischen Beziehung bist und du vielleicht so gerade am Ende der Lovebombing-Phase noch immer ganz verliebt bist, dann fängt der Narzisst plötzlich an, ein kleines Witzchen über dich zu machen. Eine kleine Bemerkung hier. Manchmal traust du dein Ohr nicht richtig, denkst du, habe ich das jetzt richtig verstanden? Hat er das ernst gemeint? Wie zum Beispiel, bist du sicher, dass du den Nachtisch noch bestellen möchtest? Oder ein Satz wie, du kommst vielleicht gerade schön gestylt aus dem Bad, hast dein Lieblingskleid an, siehst richtig toll aus, bist voll mit dir zufrieden. Und ja, er kommt dir entgegen, sieht dich an und sagt, meine Ex konnte sich immer so schön kleiden. Solche Sätze oder wie zum Beispiel, mir fällt noch eins ein, sorry, ich springe. Stell dir mal vor, du bist eine Turnschuhliebhaberin, du bist eher der sportliche Typ und die ganze Lovebombing-Phase hat es den Narzissten auch nicht gestört. Und irgendwann sagt er plötzlich zu dir, Frauen ohne High Heels oder Frauen, die keine High Heels tragen, gehen gar nicht. Das bewirkt natürlich was in dir. Du fragst dich, okay, dann gehe ich ja gar nicht. Und weißt du, was du machst? Du gehst in den nächsten Schuhladen und kaufst dir Pumps. Ebenso auch beim Nachtisch überlegst du dir, will ich den wirklich jetzt noch essen? Wenn der dann schlecht über mich denkt, dann lasse ich es lieber. Oder ja, du hinterfragst vielleicht deinen Kleidungsstil, weil angeblich der von der Ex ja besser ist. Egal, was solche Aussagen mit dir machen, sie werden dich schwächen. Und das ist auch das Ziel des Narzissten. Ich kann zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung sagen, jeder Mensch hat Schwächen und ich stehe zu meinen. Und meine Schwäche ist wirklich eine Orientierungslosigkeit. Wenn ich von A nach B will, gibt es heute Gott sei Dank Navis, aber früher war das nicht so leicht für mich. Ebenso bin ich auf dem Kontinent nicht bis ins Kleinste bewandert, welchem Kontinent, welches Land und welcher Stadt und so weiter und so fort. Es gab Dinge, die mich mehr interessiert haben. Ich habe eine gute Allgemeinbildung, aber bei einem meiner Ex-Partner war das herausragend gut. Und als wir einen Leseabend hatten bei uns, wo vorgestellt wurde, welche Kinderbücher es gibt und dort auch ein Kinderatlas vorgestellt wurde, sagte mein damaliger Partner vor der versammelten Mannschaft, den Kinderatlas möchte ich gerne kaufen, aber nicht für meinen Sohn, sondern für meine Frau. Klar, alle haben gelacht. Ich mit. Aber am liebsten wäre ich im Erdboden versunken. Ich fand es sehr verletzend. Aber er hatte ja nur einen Witz gemacht. Und so etwas kennst du vielleicht auch, dass du denkst, habe ich das gerade richtig gehört? Hat er das ernst gemeint? Am Anfang entschuldigen wir das vielleicht noch, weil wir denken so, naja gut, das kann er nicht ernst gemeint haben. Der hat es immer so nett, sonst ist er immer so liebevoll. Das ist ja nicht er. Also entschuldigen wir das, reden es uns schön und denken, das war nicht mit Absicht. Doch nach und nach kommt es immer häufiger, es wird immer verletzender und du wirst öffentlich vor anderen Freunden und Menschen diffamiert. Man wird sich über dich lustig machen, man wertet dich ab und alle hören zu. Und das ist etwas, was sehr, sehr, sehr verletzend ist. Oh Gott, ich höre hier den Bagger. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Wir haben eine Baustelle nebenan. Ja, und das ist so verletzend, dass man eben
sich klein fühlt, sich schäbig fühlt, irgendwie denkt, man ist nicht richtig, man stellt sich in Frage, man fängt an sich selbst zu zweifeln und man versucht dann, es dem Narzissten recht zu machen. Und damit hat er dich da, wo er dich haben will. Du bist schwach, du fühlst dich klein, du fühlst dich inkompetent und das bedeutet, du wirst von ihm abhängig. Er sorgt dafür, dass du ihn wegen alles fragst, dass du ihn immer um seine Meinung bittest, dass du immer seinen Ratschlag einholst und damit kriegt er Macht und Kontrolle über dich. Weil wenn er dir ein ganzes Leben lang erzählt, wie schlecht du Auto fährst, fährst du irgendwann kein Auto mehr. Wenn er dir dein ganzes Leben lang erzählt, dass du nicht von A nach B kommst, weil du sowieso keine Orientierungsfähigkeit hast, bleibst du zu Hause und machst keine Reisen ohne ihn. Und somit hat er sich sicher in seinem Dunstkreis und hat volle Kontrolle über dich und kann über dich herrschen. Gleichzeitig fühlt er sich natürlich riesig, denn sind wir mal ehrlich, Narzissten werten ja nicht nur ihre Partner ab, sie werten ihre Freunde ab, sie reden über ihre Arbeitskollegen schlecht, sie schimpfen über Menschen, mit denen sie sich vielleicht ein Hobby teilen in der Fußballmannschaft, wie schlecht die wieder gespielt haben. Frauen zum Beispiel fangen an abzulästern, kritisieren die Kleidung, den Stil, die Tasche, die Wohnung, egal was, es wird nur abgewertet. Und der Narzisst wertet ab, wertet ab, wertet ab. Und warum? Weil er damit größer dasteht, weil er selbstsicherer auftreten kann, weil er weiß ja, wie es geht, er weiß, wie man das macht, er weiß, was schick ist oder sie weiß, was man trägt und wie man sich kleidet oder wie man sich in so einer Situation verhalten sollte. Also, pass auf, dass du nicht mit Menschen zusammen bist, oder Menschen in deinem Umfeld hast, die andere niedermachen, klein machen, nur um sich selbst zu erhöhen und besser zu fühlen. Mit solchen Menschen stimmt etwas nicht. Und sie erhöhen sich selber auf Kosten von anderen, weil sie selber sich innerlich unwertig fühlen. Natürlich provozieren Narzissten auch sehr gerne. Und mit der Zeit habe ich gelernt, Paroli zu geben. So war es zum Beispiel, dass wir umgezogen sind und wir das neue Haus präsentiert haben und dann dort auch in unsere kleine Bibliothek kamen, wo, weiß ich nicht, unendlich viele Bücher drin waren. Und natürlich welche von ihm, viele auch von mir. Und mein Ex-Partner zeigte dieses Zimmer und die meisten Menschen, die reinkamen, haben gesagt, oh, das sind ja viele Bücher. Und daraufhin sagte mein Ex-Mann, ja, die Trivialliteratur ist von Katja. Und ich konterte dann, ja, aber die ist wenigstens gelesen. Weil in dieser Bibliothek gab es tolle Schinken, sehr anspruchsvolle Biografien, die aber nur im Regal standen, damit es gut aussah. Ein Satz wurde aus keinem dieser Bücher gelesen von meinem damaligen Partner. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Wenn du verstanden hast, dass der Narzisst anfängt, dich abzuwerten und dich klein zu machen und dich zu schwächen, dann versuche, so schnell wie möglich in deiner inneren Stärke zu bleiben. Das heißt, spiegel ihm ganz deutlich, hallo, was hast denn du hier gerade gesagt? Meinst du das ernst, was du hier gerade gesagt hast? Und spiegel ihm deine Gefühle. Du verletzt mich, wenn du so mit mir redest. Du machst mich hier klein. Denkst du wirklich so über mich? Und wenn ja, bist du dann der richtige Partner für mich? Vielleicht solltest du dir da eine stärkere Frau suchen, wenn ich so wertlos in deinen Augen bin. Ich weiß, dass man sich meistens nicht traut, diese Sätze zu sagen. Insbesondere nicht, wenn man empathisch ist, harmoniesüchtig, ein Helfersyndrom hat. Egal, was es ist, warum du aushältst und warum du bei diesem Narzissten bleibst. Hier musst du aber auf dich achten, lerne. Und ich wähle bewusst das Wort muss, weil es hier keinen anderen Ausweg gibt. Entweder du bist so stark und seine narzisstischen Anteile der Abwertung sind nicht so stark,
stark, dass du ihnen nicht Paroli bieten könntest. Und dann kannst du klar spiegeln, bis hierhin und nicht weiter. Du darfst zum Beispiel auch den Raum verlassen, wenn er dich vor allen beleidigt. Denn dann wird sich der Raum damit auseinandersetzen, was er mit dir gerade gemacht hat. Und dann werden andere ihm vielleicht sagen, das war vielleicht nicht so nett. Geh mal bitte hinterher und entschuldige dich. Weil häufig bringt es nämlich viel mehr, wenn andere ihm was spiegeln. Weil sind wir mal ganz ehrlich, ein Narzisst nimmt seinen Partner nie für voll oder für ernst oder hört auf etwas, was der sagt. Warum werten die Narzissten ab? Warum sind sie so verletzend? Ich habe ja schon so oft gesagt, dass Narzissten keinen oder einen schwachen Selbstwert haben und sie sich einfach gut fühlen, wenn sie sich auf Kosten anderer erhöhen können und sich in dem Moment spüren. Es kommt aber noch etwas anderes hinzu, weil Narzissten ernähren sich ja von der Energie des Gegenübers, insbesondere natürlich seiner Partnerin oder seines Partners. Der Narzisst lebt von den Reaktionen, von den Emotionen und von den Ausbrüchen der Partnerin oder des Partners. Und somit provoziert er, damit er bei dir etwas fühlt, was er für sich wieder einsaugen kann. Sie sind quasi Energiesauger, die sie für sich selber brauchen, weil sie sich innerlich selbst nicht spüren. Also setze Grenzen. Du brauchst deine eigene Energie für dich selber. Entzieh dich diesem Spiel, wenn dir bewusst wird, dass du jemanden hast, der dich abwertet, der dir schadet, der zynisch oder sarkastisch ist und der dir wehtut und der dich verletzt. Das ist keine Liebe. Und bitte, wenn du es hörst und noch nicht lange in dieser toxischen Beziehung bist, dann geh jetzt sofort. Denn irgendwann, und das werden wahrscheinlich viele Zuschauer aus diesem Video bestätigen können, irgendwann hat er dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein und deinen Selbstwert so zerstört, dass du dir selber und alleine gar nichts mehr zutraust. Und du denkst, der einzige Weg zu überleben ist, bei ihm zu bleiben. Und das wird er dich fühlen und spüren lassen. Er wird dir immer wieder sagen, ohne dich kannst du gar nicht leben. Ohne mich kommst du in dieser Welt nicht zurecht. Ohne mich würdest du nichts schaffen. Du bist nichts. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du das glaubst, dann wird es auch schwer sein zu gehen. Aber warum lässt du diese Abwertung zu? Abschließend möchte ich noch darauf eingehen. Hier gibt es mehrere Gründe. Der erste ist, du bist es gewohnt. Du wurdest vielleicht in der Kindheit schon von deinen Eltern abgewertet. Du hast es vielleicht Geschwister, die immer einen ironischen Witz auf deine Kosten gemacht haben, die sich über dich lustig gemacht haben. Vielleicht bist du gemobbt worden in der Schule und weißt, ja, so wird es sein. Ich kenne das, das gehört zu meinem Leben dazu. Es ist gar nichts Besonderes oder Schmerzvolles, sondern etwas sehr Bekanntes, wenn mich andere abwerten. Das zweite ist, dass du Glaubenssätze in dir trägst, dass du es nicht wert bist, wertvoll behandelt zu werden. Dass du immer wieder denkst, ich bin nichts, ich kann nichts und dein Partner dir nur deine innere Überzeugung spiegelt und du sie einfach abnickst und bestätigst und sagst, ja, so ist es. Und diese Glaubenssätze gilt es aufzulösen, dass du in eine Selbstliebe und eine Selbstfürsprache, in einen gesteigerten Selbstwert zu dir selber kommen darfst. Und
wenn du vielleicht in einem narzisstischen Elternhaus groß geworden bist, dann hast du ein falsches Verständnis von Liebe mitbekommen. Dann denkst du, wenn mich jemand herabwertet, dann werde ich zwar gesehen und das ist Liebe. Und so verwechselst du falsche Liebe, weil du einfach nicht kennengelernt hast, was richtige Liebe ist. Weil du keine liebevollen Eltern hattest, die dir gezeigt haben, wie, dass es gut ist, so wie du bist. Dass du nicht jemand sein musst, sondern dass du sein darfst, wie du sein möchtest. Und das sind eben drei Faktoren, die diese Abwertung für dich tolerabel machen. Aber ich hoffe, dass dieses Video dich darauf aufmerksam macht, dass du so eine Behandlung nicht verdient hast und dass du ganz toll bist, einzigartig bist, bewundervoll bist und dass du es verdient hast, dass die Menschen dich so behandeln. Respektvoll, wertvoll und liebevoll. Wenn du aus deiner narzisstischen Beziehung aussteigen möchtest und gerne ein Einzelcoaching bei mir buchen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an info@katjademming.com und wir vereinbaren einfach einen Termin. Wenn dir das Video gefallen hat und du viel gelernt hast, dann lass auch andere davon profitieren und empfiehl es weiter. Abonniere meinen Kanal und das kleine Glöckchen oben und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Mal in einer neuen Videoserie wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich dir alles erdenklich Gute und sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.